Ja, hallo, die AWO gibt 100 Jahre und ich werde auch kurz über die Zahlen sprechen, bezogen auf unsere Firma und auf meine Person. Vor 20 Jahren bin ich als Kunde der AWO hier gelandet. In einem Arbeitslosenzentrum habe ich nach Hilfe gesucht, wie ich mit meinem Diplom. Ich bin Diplompsychologe hier in Deutschland. Ich bin aus Oberschlesien, aus Polen gekommen, anfangen kann. Hat sich herausgestellt, dass auch die Arbeit auf mich gewartet hat und so von einem Kunden über Beratung, Leitung bin ich zum Geschäftsführer einer Integrationsfirma, das D-Service GmbH, ein Unternehmen der AWO geworden. Die Arbeit macht unheimlich viel Spaß, ist sehr anspruchsvoll. Wir haben hier über 50%, circa 50% Menschen mit Behinderung von 200 Mitarbeitern, die hier seit 15 Jahren auf dem Markt im Kreis Unna sich durchsetzen müssen. Was bedeutet durchsetzen müssen? Wir müssen auch zu den kleinen Zuschüssen, die wir kriegen, um die 30%, auch 70% selbst mit den Menschen erwirtschaften. Wir sind hier mit 7 Personen angefangen, 7 Menschen mit Behinderung, insgesamt 15 Mitarbeiter von 15 Jahren. Und jetzt unsere Belegschaft zählt fast 200 Menschen und davon die Hälfte Menschen mit Behinderung.